Ja, das heißt, wir haben jetzt eigentlich gerade nur den Prolog gespielt. Dieser ging jetzt fast schon 20 Minuten. Finde ich super. So, ich, ich glaube, ich gehe mal da lang. Es gibt keinen Fallschaden. Und wir gehen noch weiter nach unten. Oh, super Landung. Wie eine Prinzessin. Eins mit Sternchen. Okay, hier ist es irgendwie wieder heller. Und da ist ein Secret. Yay! Ich habe es mitgenommen. Ha! Persönliches Achievement. Kurz freuen. Und weitergehen. So. Da hinten sind Berge. Und man hört auch ein bisschen den Wind. Jetzt witzig, dass hier Steine rumfliegen. Keine Gravitation und so. Ich frage mich, welche Farben es dann noch alles geben wird, außer Rot. Und ich frage mich auch ein bisschen, wie viel Rot wir sehen werden. Ich könnte mir vorstellen, dass die Level doch ziemlich ausgedehnt sind. Und hier sind überall kleine Propeller. Windräder quasi. Und Ruinen. Nur in Rot. Das sieht so cool aus. Ich kann mich, also ich weiß es halt schon, weil das haben wir, also wir haben, ich glaube, das Level vielleicht noch 10 Minuten gespielt gehabt beim Anspielen gestern, also zum Release-Tag. Und da weiß ich, dass ich dem Wind, oh, das ist wieder so einer, dem Wind lieber ausweichen sollte. Ansonsten wird nämlich, wir gucken uns das mal kurz an, das passieren. Wir werden ein Stück zurückgeschleudert und harren dann kurzzeitig aus. Genau. So, da ist wieder ein kleines Steinmännchen. Och, die erinnern mich immer an die kleinen Rußpartikel von Chihiros Reise ins Zauberland. Genau. Wir können uns in diesen Ruinen vor dem Wind schützen, aber wir haben nicht immer eine Ruine auf unserem Weg, wenn der Wind kommt. Oder der Sandsturm. Das ist. Ich finde diesen Raucheffekt, den finde ich irgendwie cool. Er hebt sich vom Stil, allgemeinen Stil des Spiels zwar ab, aber irgendwie finde ich das schön. Ein Stern. So, warten wir kurz auf den Wind. Richtige Entscheidung. Da tappte ich kurz aus dem Spiel. Ich hoffe, man hat sich gemerkt. wir gehen noch weiter nach unten. Yay! Habe ich mir das richtig gemerkt, dass ich erst nach unten muss? Ich glaube schon. Ich glaube, wir mussten hier erst nach unten. Ach, nö. Geh weg! Los, Grease! Du schaffst das! Noch nicht. Aber, irgendwann werden wir dem Wind auch trotzen. Das glaube ich. Ja. Wer sich fragt, wir können nicht schneller laufen. Das ist das maximale Tempo, was sie erreichen kann. Aber ich finde das nicht schlimm, weil ich finde, das ist ein angenehmes Spieltempo. Und hier sehen wir die Kleinen. Na, ihr. Aber wir brauchen nämlich den zweiten. Man sagt aus ihm aus. Wir brauchen den zweiten Stern da oben für die Brücke, sonst kommen wir nicht weit. Ich vermute aber laut meinem Zeitgefühl, dass wir noch mindestens einmal eventuell den Wind abkriegen könnten, wenn ich mich nicht beeile. Aber, wir schaffen es gerade so. Bei so Sprungpassagen ist es echt ein bisschen gemein. Ich finde aber, wenn man genau hinguckt, so diese kleinen Steinchen und so, die sie mit reingemacht haben bei diesem Wind. Sind auch cool. Also man hat schon viel auf so auch Details gesetzt. Und auch die Wasserfarbenverläufe im Hintergrund sind einfach nur schön. Och nö, nicht auf der Brücke, das ist gemein. Oh, nicht runterfallen. Nein! Standhaft bleiben. Standhaft bleiben.
Wir kriegen alles hin. Okay. What? Es hat Beine bekommen. Oh, wie cool. Oh, es ist so klein. Warte, 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 warte. Ich beeile mich, ich beeile mich, ich beeile mich. Wir müssen uns beeilen, wir müssen uns beeilen, wir müssen uns beeilen. Warte, 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 warte. Nicht andocken, nicht andocken. Ah, geschafft. Da kommt man nämlich, glaube ich, sonst nicht nochmal hin. Ohne neuen Fähigkeiten oder so, weil der dockt hier an. Jetzt schwebt er halt einfach wieder. Ich frage mich, was das für Wesen sind. Weil es sind hier quasi wandelnde Steine. Aber ich frage mich echt, wandelnde Steine. Warum? Wo kommen die her? Das ist das einzige Leben, was es hier gibt. Und es geht noch weiter nach unten. Oh, na! Verdammt. Warte, warte. Da kommen wir nicht ran. Gut. Dann gucken wir mal, ob uns vielleicht etwas, was wir irgendwie im Spielverlauf finden, uns dabei helfen könnte, da heranzukommen. Und ich finde es witzig, dass meine Stimme immer tiefer wird. Wir lassen kurz den Wind vorbeiziehen. So. Ein Quadrat. Yo. Cool. Ich bin ein Stein. Yay. Die Animation von diesem Kleid, von diesem sehr doch dynamisch gestalteten Kleid auf diesem Block ist so schön. So smooth. So schön. Ich find's super. Und wir können auch laufen. Wir können als Stein laufen. Es ist halt, du gehst von diesem 2D-Kleid in Dreieckform, dann über Pyramidenform in diese Rechteck, in die dreidimensionale Quadrat-Rechteckform. Es ist so cool. Ich finde, es ist wirklich Kunst und Spiel und es kommt nichts von beiden zu kurz. So haben sie es ja auf der Gamescom auch angepriesen. Und wir sind jetzt gewappnet gegen den Wind. Oh ja. Warte mal. Können wir da auch noch was machen, oder? Nein, das ist schon einfach nur so zerbrochen, wo wir gelandet sind. Schade. Jetzt will ich natürlich alles mit dem Stein kaputt machen. Nein, du kriegst mich nicht, Wind. Nicht mehr. Ich bin gewappnet. Die Haare sind halt auch super. Weil die sich halt trotzdem mitbewegen. Oh nein. Warum? Warum kommt jetzt Trauer und Verzweiflung? Das finde ich nicht in Ordnung. Okay, hier können wir durchbrechen als Stein. Geht's denn hier noch weiter? Ja, ich höre euch. Ein Helferlein. Komm. Hotü. Dankeschön. Okay. Also hier geht es tatsächlich weiter. Ich will gucken,
wohin es uns bringt, wenn wir durch die Wand da, also durch den Boden preschen. Mit unserem Stein. Weil umsonst wird es das ja nicht geben. Und ich möchte das ungern irgendwie verpassen. Es wird noch weiter nach unten gehen. Oh Mann. Wird sehr weit nach unten gehen. Und es wird einfach nur dunkel. Die Sterne können gerade so folgen. Und das ist so cool. Das erinnert mich halt ein bisschen an Alice Madness Returns. Ich kann nichts dafür. Und wir sind quasi gespalten. Es ist hier echt traurig. Hier sind übelst viele dieser Figuren. Die Frage ist, wen stellen sie da? Dass sie so Trauer, Verzweiflung so zeigen, ist irgendwie sichtbar, aber die Frage ist auch, warum, wieso, weshalb, so. Wir können sie halt kaputt machen. Ich habe aber noch nicht rausgefunden, warum und was das bringt. Ich glaube, wir haben zu viele Schmetterlinge gerufen. Denn diese treiben uns wieder nach oben. So, jetzt sind wir hier. Keine Ahnung, ob ich hier richtig bin. Das ist so cool. So was von cool. Im Grunde sind es eigentlich nur ein paar verzierte Striche, so, wenn man sich mal genau überlegt. Aber es ist irgendwie so effektiv gemacht. Teilweise auch eindrucksvoll irgendwie. Meine! Verkackt. Dachte, ich wäre safe. Naja, geht ja flott. Wenn man halt an den Glocken vorbeigeht, rasch, also erklingen sie auch wirklich. Ist auch nicht schlecht gemacht. Komm. Ich bin auf etwas weiter oben. Da wird man dich loben. Und hier bahnen wir uns den Weg. Durch die Lüfte. Das ist so toll. Hier haben wir sogar auch Ruinen. Oder es sind diese wandelnden Steine, die dann nach und nach zerfallen. Bin mir aber da nicht so sicher. Oh nein, ich mach Dinge kaputt. Warum? Das ist auf jeden Fall so ein Sternbild, wie wir es im Hauptmenü sehen. Wie kann ich die Teile kaputt machen? Mein Rätsel. Was ist, wenn die das jetzt mühsam aufgebaut haben und ich deren Arbeit kaputt mache? Dann fühle ich mich schlecht. Das ist auch nicht gut. Okay, das ist offensichtlich. Wollen wir weiter? Nein. Da. Er ist da lang oder da lang? Geh da lang. Allein, da fehlt uns ein Stern, okay. Das heißt, wir müssen unseren dritten Stern noch holen.
wird wieder luftig. Da oben ist er. Wie soll ich denn da hinkommen? Was habt ihr denn für Wunschdenken, Vorstellungen? Ah, nein. Wo ist der Bike nicht hin? Wollen wir das irgendwie hochschaukeln? Kann auf jeden Fall runter. Ach, ganz unten. Sie brauchen den Stern ja. Ah, lasst mich mal was ausprobieren. Ah, das wird schon eher noch was. Manchmal bin ich klug. Aber nur manchmal. Nein, schneller. Geschafft. So. Da scheint es aber noch ein Geheimnis zu geben. Ohne das werde ich nicht gehen. Wir müssen die ja immerhin sammeln. Was auch immer. Wir wissen es nicht so genau. Aber das ist ja nicht schlimm. Ach ja, hier liegt das ja auf. So. Oberste Etage einmal. Okay. Und jetzt? Ach, da oben. Dies. Nein, ich bin vom Flügel gesprungen. Wir reisen mal per... Ah. Geht das? Nein. Ach, okay. Also diese Rechtecke, die halb durchsichtigen, sind dazu da, um zu sehen, auf welchem Bereich man stehen kann. Habe ich gerade rausgefunden. Nice to know. Kann die auf dem Stein stehen? Ja. Jetzt macht alles Sinn. Okay. Das wird witzig. Es sieht einfacher aus, als es ist. Das sage ich so, wie es ist. Zumindest für mich. So. Ah. Frage ist, wie ich jetzt den richtigen Winkel erwische. Fahren wir ein Stückchen mit. Wir haben ja Zeit. Aber... Wir fallen automatisch durch, okay. Wir kommen halt nicht da hoch. Ich hab noch nicht den richtigen Winkel irgendwie. Okay. Ah! Ja, manchmal bin ich auch ein blinder Stockfisch. Hopp. Schön. Bisschen sind es ja Signal, Sternfeuer. So ein bisschen. Sieht zumindest voll danach aus. Perfect timed. Yay, wir können rüber. So. Ich hab langsam ein schlechtes Gewissen, dass ich das alles kaputt mache.
Wo führt uns das Ganze nun hin? Ich meine, wir sind ja am Anfang ziemlich tief gefallen. Also ist es nicht schlimm, dass wir wieder ein Stück nach oben kommen? Oh. Wieso waren da jetzt gerade wieder die Schmetterlinge? Was habe ich verpasst? Das ist cool. Angst, dass ich was verpasse. Ha! Coole Sache. Coole Sache. Wusste ich doch, dass da was ist. Ich habe zwar immer noch keine Ahnung, was die mir bringen, aber scheinbar müssen wir sie sammeln, um am Ende irgendwas zu erfahren. Mal gucken. Nein. Springen müsste geübt sein. Hopp, bei die hopp, hopp. Es geht wieder nach unten. Zumindest ein Stückchen. Sind wir wieder. Nee, das ist ein anderer. Der ist viel größer. Und zweiteilig. Das ist doof. Ich bin nur eine Person. Wie soll das gehen? Das ist ja... Hä?